Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ich heiße Rena und ich möchte mit euch heute dieses schöne Bild von Karatart auspacken. Und zwar mache ich bei der DP Summer Feeling 2023 Challenge mit, die Craft and Wedding und die Janine von Janine X zusammen mit Karatart ins Leben gerufen haben. Und das Event geht vom 1.7. bis zum 30.8., also über die Sommermonate. Zwei volle Monate hat man Zeit, ein lizenziertes Bild von Karatart zu painten. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, dann schaut doch mal bei der lieben Heidi vorbei von Craft & Wedding oder bei Janine X, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und da painten wir dann quasi die 2 Monate zusammen. Frei nach Laune, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Nummern gezogen werden, sondern jeder paintet für sich, aber halt über die 2 Monate. Und dann gibt es regelmäßig Videos von entweder von der Heidi oder von Janine, denke ich. Und genau, dass man halt genau zusammen paintet, nicht alleine. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe dazu. Die kann ich euch auch nochmal verlinken. Die heißt auch DP Summer Feeling 2023. Auf Instagram könnte man dann auch posten, die Bilder, falls einer keinen Facebook-Zugang hat oder hier bei YouTube, genau. Kann man ja nicht wirklich, außer bei den Shorts oder in der Community was posten. Insofern gibt es dann Instagram, wo man dann seine Fortschritte auch teilen kann. Dann gibt es auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jede Woche einen Gewinn gibt. Ich weiß es gar nicht, wie das mit Gewinn gibt, aber es gibt bestimmt irgendwas zu gewinnen irgendwann. Genau, ich würde sagen, nicht viel labern, sondern einfach mal auspacken. Ich habe mir ein neues bestellt, weil die Bilder, die ich hatte von Karatart, die sind nicht lizenziert. Das sind Bilder aus der Standardkollektion. Und deswegen, genau, habe ich einfach nochmal zugeschlagen. Aber bei Karatart, ich weiß nicht, wenn ihr den Shop kennt, wisst ihr das und mögt die Bilder. Also ich kann mich immer gar nicht entscheiden. Ich bin diesmal nach der Größe gegangen tatsächlich. Das war mein einziges Kriterium, dass ich nicht ein Riesenbild painte, weil sonst werde ich nicht fertig. Also wenn ich so ein Event mitmache, würde ich dann auch ganz gerne zeitnah dann auch fertig werden und nicht hinterher noch ein halbes Jahr dran rumdoktern. Deswegen habe ich mich diesmal auf die Größe konzentriert, weil sonst hätte ich mir überhaupt keins aussuchen können, weil einfach, ne, Qual der Wahl einfach zu riesig ist. Ich habe mich hier für das Flower Girl von Franziska Susilo entschieden. Okay, das ist 40x40 cm, hat runde Steine, das erkennt man hier schon, dass das mit dem R anfängt. Und so sieht das schon mal in klein aus. Ich packe es jetzt einfach einmal aus. Ich sage jetzt mal nichts. Das ist jetzt nochmal in Folie eingewickelt. Ich werde jetzt gleich den Ton etwas drosseln, weil das Auspacken der Folie ist ja doch ein bisschen laut. So. Hier rum machen wir es. Gucken wir mal, was drin ist. Hier sehen wir schon eine Sticker-Legende. Das ist ja auch sehr schön. Ne? Hier hat man, ich gucke gerade, ob das vorgestanzt ist. Nee, das ist nicht vorgestanzt. Aber das kann man ja ausschneiden und sich, finde ich, eine schöne Größe auch ins Logbuch kleben. Vornamenkarton brauchen wir ja keine, weil Karatart das ja immer schon sehr schön da drauf druckt. Das finde ich sehr praktisch. Und genau, runde Steine haben wir hier. Let the pleasure beginnen. Wir haben, oh, okay, auf die Farbanzahl habe ich tatsächlich nicht geachtet. Hier haben wir jetzt, wie ihr seht, 56 Farben bei einer Größe von 40x40. Okay, das finde ich jetzt schon eine Ansage. Das bedeutet, ich habe ganz viel Konfetti. Das bedeutet, ich brauche doch ein bisschen länger, als ich dachte. Okay, naja, schauen wir mal, wie ich da klarkomme. Ja, wenn nicht, schaffe ich es halt nicht, dann ist das halt so. Weil ich bin in der Zeit auch nochmal in Urlaub und im Urlaub werde ich tatsächlich nicht painten können. Insofern, ja, schauen wir einfach mal. Also wir haben 56 Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9
Aurora Borealis Farm. Das nenne ich mal auch eine Menge. AB Farm. Ja, wachst nämlich nicht da, ne? Sehr schön. Finde ich schön. Also ich finde auch schön, dass hier der Rest von den Sticker Sheet auch gestanzt ist, sodass ich dann, falls ich mehr Dosen brauche von einer Farbe, dass ich dann die Dose auch gleich bekleben kann und dann einfach mit dem Stift draufschreibe, worum es geht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier links, hier kullern schon die Steine raus. Okay, genau, wir haben einmal Washi-Tape von Karat Art. Ist auch eine dicke Rolle, wie ihr sehen könnt, da ist ordentlich Washi-Tape drauf. Und wir haben Wachs, drei Plättchen. Auch mehr als genug für die Größe. So, dann kommen mir hier schon ein paar Steine entgegen. Kann immer mal passieren bei den Zippertüten, dass da eine Tüte aufgeht. Ja, solange es nur eine Farbe ist. Na? Ich denke mal, das ist die Farbe vom Hintergrund. Die ist so Bordeaux. Lila. So, Nano. Wir haben hier eine flausche Leinwand, deswegen bleiben hier die Steine gerade ein bisschen. Kriege ich die schlecht runter. So, die Steine mache ich gleich separat nochmal auf. Man sieht hier, dass hier so die Steine ein paar rauskullern. Das mache ich gleich. Gucken wir einmal das Bild an. Ihr habt es auf dem Thumbnail schon gesehen. So. Dann kann ich euch ja auch noch mal ein Stück runternehmen. Ja, so sieht das gute Stück aus. Wie gefällt es euch? Es ist ja immer was anderes, wenn man ein Foto sieht. Ne? Oder genau, dann das Diamond Painting Projekt. Hier ist noch mal das Foto. Also ich finde es ganz toll. Es gefällt mir richtig gut. Die Blumen, finde ich, kommen gut raus. Hier so tulpenartig. Die hier sieht zumindest aus wie eine Tulpe. Sie guckt, guck mal, wie sie guckt. Hier so die Gesichtszüge, finde ich sehr süß. Gefällt mir richtig gut. Hier so ein, zwei Strähnen fallen ins Gesicht. Guckt ein bisschen schüchtern, finde ich. Die Künstlerin Franziska Susilo, das steht hier unten auch nochmal auf der Leinwand. Ne? Finde ich immer schön, wenn die Artistin auch, die Künstlerin auch vermerkt ist auf der Leinwand. Muss man mal gucken, wenn man es dann natürlich einrahmt, dann schneidet, würde ich jetzt auch den Rand tatsächlich abschneiden, weil es ja vielleicht dann auch, je nachdem, wenn es ein 50-50 Rahmen ist, aber müsste ich ja trotzdem abdenken. Genau, würde ich wahrscheinlich machen, ja, ich würde es nicht stehen lassen. Die Ränder sowieso wegen der Legende würde ich abschneiden tatsächlich, ja. Ja, wir haben die Legende auf beiden Seiten, 56 Farben. Sieht man schon, dass das echt eine Menge ist. Hier ist einmal die ganze Reihe runter. Hier haben wir auch nochmal ein Vorschaubild. So, wo seid ihr? Da seid ihr. So, wollen wir einmal kurz ausmessen. Wir haben eine Bildgröße von, ja, knapp 40. Mal... Was ist das hier? Ja, 39,8. Geschenkt, super. Ne, 40 mal 40, fast an richtige Paintingfläche. Das ist sehr schön. Genau, die Künstlerin kommt aus Indonesien. Ich habe sie mal versucht zu finden im Internet. Das ist gar nicht so einfach. Sie benutzt also andere Apps. Bei Facebook habe ich sie jetzt nicht so ohne weiteres tatsächlich gefunden. Ja, das ist so ähnlich wie LinkedIn oder sowas in der Art. Da habe ich sie gefunden. Da hat sie auch schöne andere Gesichter, auch so Kindermotive gemalt. Und auch bei Karat Art hat sie ja auch schon einige Bilder oder wurden einige Bilder von ihr schon umgesetzt, die auch alle, ja, alle total toll sind. Eins besser als das andere. Ja, man kann sich immer nicht so richtig entscheiden. Wie gesagt, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Steinchen an. Ich packe die mal aus. So, jetzt habe ich das hier einmal aussortiert, sozusagen die ganzen Farben. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Nummer 3 fehlt. Das ist die 164 DMC-Nummer.
Und es fehlt mir die 54 hier unten. Das ist die Farbe 3078 in AB. Das ist das R. So, wo war ich stehen geblieben? Also eine AB-Farbe fehlt und eine DMC 164. Das ist so ein helles Blaugrau hier oben bei der Nummer 3. Die Nummer 3 ist wo? Ist wo? Hier. Okay, das sind tatsächlich nicht viele Steine. Hier mal vereinzelt. Und ich sehe gerade, das ist gar kein Grau, das scheint ein heller Grünton zu sein. Zumindest weil es hier so in diesen Stängeln so mit drin ist. Hier im Hals ist es ein bisschen mit drin. Hier oben nochmal vereinzelt. Also es sind tatsächlich nicht viele Steine, die fehlen bei der Nummer 3. Aber ja, ne? Fehlen ist fehlen. Ich habe Karatart angeschrieben. Ich denke mal, dass sie die dann irgendwie in den Briefumschlag stecken und irgendwie noch nachschicken. Weil ich habe tatsächlich runde Steine in diesen DMC-Nummern nicht. Und als AB-Farbe sowieso nicht. Genau, bei dem anderen von Oraloa, das ist auch ein rundes Kit, aber da habe ich diese DMC-Nummern tatsächlich auch nicht. So, die AB-Farbe, das ist der Buchstabe R, das ist auch ein heller Ton. Den haben wir tatsächlich auch hier vereinzelt drin, hier unten an dem Stängel, an diesem Kranz quasi. Hier oben nochmal vereinzelt verteilt. Also es sind tatsächlich hier in der Blume sind, ach doch, hier in der Blume sind einige. Ich würde sagen, wir gucken uns die anderen AB-Farben nochmal kurz an. Das ist hier unten die ganze Reihe. Fängt bei 48 an. So, da haben wir einen schönen Gelbton in AB. Rosa. Dann haben wir hier so die 666 ist ja ein Rot in AB. Orange. Ja, 9 AB-Töne. Hier haben wir so ein rosa, rosa-weiß, grün in AB. Dann habe ich hier, das wird ein Versehen sein, von der 55 türkisen, hellblauen AB, den ich sehr, sehr schön finde, habe ich tatsächlich zwei Tütchen. Ich glaube, das ist ein Versehen. Da haben sie sich einfach statt der 55 haben sie zweimal die 55 genommen. Und hier habe ich noch weiß in AB, 52. Also 5200 klassisch in AB. Sehr schöne AB-Töne. Fangen wir mal gleich mit dem Weiß an. Das ist, ja genau, ist so dieses Durchschnittszeichen. Das haben wir hier in der Blume drin. Hier haben wir es ganz viel drin. Also überall, wo man jetzt hier auch die hellen Töne sieht, ist dieser weiße AB mit drin. Hier auch. In der Blume. Hier in ihrem Oberteil außenrum, also außerhalb der Blume tatsächlich hier vereinzelt, nicht als Block, sondern die andere Farbe ist das normale Weiß. Also hier wechseln sich quasi die Weißtöne von AB und nicht AB ab, in ihrem Oberteil sozusagen. Das schöne Türkis oder Hellblau, dies hier. Das ist ein Strich, der ist hier so drin in der Blume. Ja, man sieht es eigentlich auch, ne? Blau halt. Überall da, wo hellblau ist, ist das da mit drin. Hier hinten in diesem Blatt ist das auch nochmal drin. In ihren Augen sind nochmal ein, zwei Steine, Akzente gesetzt. Genau. Grüner AB, ich denke, das können wir uns auch schon denken. Das ist die Raute. Grüner AB, die Raute ist hier. In dem grünen Kranz sozusagen verteilt. So, das Rosa ist bestimmt im Gesicht. 52 ist das E. Nein, das ist nicht im Gesicht. Im Gesicht ist kein Stück davon, sondern hier ist das kleine E. In dieser Blume sind welche verteilt. Das ist dieses Hellrosa. Hier unten nochmal. Genau, hier vereinzelt, ganz wenig. Die hellen Stellen und dann, nee, das haben wir nicht. So, dann haben wir noch die 51 als AB-Steine. Das ist das Haar, ist so, die ist orange. Das ist halt auch in den Blüten mit drin. Hier ist das mit drin.
Genau. Hier ist das mit drin in dieser Blüte. Hier ist das quasi der Stempel von der Blüte. Hier oben sind auch noch mal vereinzelt welche drin. Dann haben wir die 666 als AB-Farbe, ist der Rotton. Das ist der Punkt, der weiße Punkt in der Mitte. Das ist hier überall in der Blume, hier ganz viel. Hier in dieser Blume ist eigentlich die AB-Steine sind alle so in den Blumen und in dem Kranz verteilt. Rosa AB ist das X. Genau, das haben wir jetzt hier an der Seite lang. Hier haben wir X vereinzelt, tatsächlich vereinzelt immer. Hier in der Blüte. Hier im Haar haben wir vereinzelt. Die rosa LB-Steine hier in den Haaren, genau, außen in den Haaren. Aber auch hier wieder, genau, das sind ihre Haare, ne, die hier so als lockig so rumgehen. Und dann haben wir den gelben LB, der ist hier auch wieder in den Blumen mit drin. Das ist der Buchstabe, große Buchstabe A. Hier im Stängel noch mit drin. Hier ganz viel in dieser Blüte, ja, in den Blüten verteilt. Hier nochmal in ihrem Oberteil, da und hier auch in dieser Blüte. Genau, das waren die LB-Steine. Was haben wir an Symbolen? Wir haben Symbole, ja, alles Mögliche. Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen haben wir auch. Und Symbole dann halt, ne? Naja, bei 56 Farben braucht man eigentlich auch alles. Ich gucke jetzt gerade mal, was im Gesicht ist hier. Das ist 3770. Das hat mich jetzt noch mal interessiert. Das ist die 39. Ja, das ist auch so. Ah, hier hat sich einer verirrt. Ein ja, Hautton, ne? Genau. Oh, das wird bestimmt klasse. Ich freue mich schon richtig drauf. Als nächstes wird es dann schnell mal abgekittet, weil nächste Woche fängt das ja dann auch schon an. Am 1.7. geht's los. Bei der DP Summer Feeling 2023 Challenge und da möchte ich ja mitmachen. Okay, dies soll es erstmal zu dem Bild gewesen sein. Das Kitting Up, da werde ich auch noch mal ein kleines kurzes Video drüber drehen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner anderen Videos wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Bild gefällt. Macht ihr auch bei der Summer Feeling Challenge mit? Und mit welchem Bild startet ihr? Okay, bis dahin. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.